Start ist frei. Start frei. Der Start ist frei. Start frei. Jetzt noch bis zur Startbrücke und das Rohr der Startzone im roten Helm, der weiß, wo wären kann. Das geht links herum, das geht nicht gut los für Neptune Newports, der im Galopp beginnt. Oder auch beim Anfahren von des Dienstags, der Rennvereins ist dabei, es gibt eine Ehrengabe, aber 1.000 € extra für die 5 Erstplatzierten. Der Robin bekommt jetzt schon mal hier 500 € in die Hand gedrückt. Ich kann dann in morgen kann man mal unsere Rechnung und Rundungsrechnung abziehen und schlagen. Robin, dein dritter Tag ist aber diesmal musstest du ein bisschen nett tun, als du vorbei gegangen bist. Ja, der tut sich aber schwer. Die wissen natürlich normalerweise, was hier rechts rum passiert, muss ich erst links rum. Die wollten jetzt ganz seine Außen weichen. Und ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, die junge Ferien zu bezahlen. Man muss sich auch noch ein bisschen drauf einstellen, weil man jetzt über die Jahre rechts oder links oder was ist. Ja, doch. Also du merkst auch, die Ferien kommen alle aus dem Ausgang raus. Und, ja, ich weiß nicht, man muss, wenn es solche Renntage sind, muss man vielleicht den ganzen Renntag machen. Und ja, muss man, man kann besser rechts oben erstmal fahren bleiben. Und dann, wenn es vielleicht Gladbach oder irgendwas nicht mehr da ist, dann vielleicht mal gucken, ob es nicht so ist. Also, was hast du mit dir jetzt noch vorbereitet bei der normalen oder gibt es da irgendwie schon Rennen, die ihr vielleicht nicht bevor? Ich glaube, sie muss noch ein bisschen stärker werden. Sie ist ein sehr feines Pferd, sehr agiles Pferd. Will alles vor einem tun und ich glaube, wenn sie noch ein bisschen Zeit für mich kann, besser ein sehr gutes Pferd. Gut, Robin, ich bedanke mich bei der Geschichte auf deinen Wohlfahrt in die Siegerehrung. Ui. Kann er sonst gleich auch mit nach hinten nehmen? Ja, das ist besser. Ja. Aber nicht immer. So. Nee, auf gar keinen einmal, Fall. Nur schluckweise. Ja, ich freue mich besser. Danke. Herr herzlichen Dank für die Angabe von dem Dienstleister-Rennverein. 1.000 € extra zu diesem Fenster. Hoppla. Nur die erste Kuh ist schon putzt. Reich. Wie die Blumen. Ja. Ja. Er hat sie geguckt. Guck
Und vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, sehr gerne gemacht. Ich habe mal Testreise gebucht. Wir müssen alles versuchen, sag ich mal, dass der Sport. Heinz, komm doch auch mal bitte. Du hast doch, wir hatten telefoniert, du hast gesagt, du möchtest. Leute bestrafen. Du musst Leute bestrafen. Kommt vorhin zu mir, sagst du, ist der weiße Kragen, wird sofort abgehauen. Heinz, auch an dich, vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass du erstmal Uwe angerufen hast und gesagt hast, hör mal, wir würden euch gerne unterstützen. Wie kam es überhaupt zu dem Schritt? Ja, wir haben leider noch ein bisschen Geld. Und da haben wir dafür für den Knappen schon mal unterstützt. Nicht die Rennen, das möchte ich betonen, sondern wir unterstützen die Knappen. Besitzer, Aktivier, etc. Und wenn wir den Verein natürlich dadurch genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Du hattest mir vorhin gesagt, Gottfried, dass ihr das auch schon auf anderen Malen gemacht habt. Vielleicht möchtest du auch mal kurz was dazu sagen. Ja, das ist genau. Wir fangen mal der Reihe nach an. Zunächst mal brauchen wir dann natürlich auch ein bisschen Support im Dorf. Wir haben jetzt die Zielkamera von euch bekommen. Wir haben heute, ist ein Zufall, einen Rennleitungswagen da. Und der ist heute tatsächlich kaputt gegangen. Ein Wasserwagen kommt auch von euch. Wir haben noch einen von euch. Man sollte ja fast meinen, das ist kaum auszuhalten, wie viele Unterstützer von euch kommen. Also, ja, genau. So weit ist es auch nicht, aber ich meine, gegen alle Unrufe wächst ja richtig was zusammen im Trabrennsport. Ich bin total happy, damit auch so ein Zeichen gesetzt zu haben, dass das, was da vielleicht immer erzählt wird, und die bekriegen sich da alle miteinander, kann ja nicht. Gut, wäre hier diese Solidarität nicht da. Danke an euch. Ja, da würde ich gerne mal was zu sagen. Jürgen hat ja die Arbeit vorher gemacht, als er den Himmel verabschiedet. Und ich habe von Anfang an gesagt, das kann nicht sein, wir fahren mit dem Sport und arbeiten an den Zähnen vom Rheinbuch der Nicht. Deswegen habe ich auch versucht, das auch mal an die Kommunikation reinzuführen. Wir haben hier bei uns veranstaltet, wir haben Herbstmittelrat, wir haben nicht danach die Fahrzeuge ausgeholt. So soll es sein. Und nicht so, wie jetzt in dieser Runde gesagt wurde, alle gegeneinander auf die ganze Sicht haben. So sollte es nicht sein. Und ich glaube, das wird von dem einen oder anderen auch ein bisschen missgedeutet. Wie gesagt, das ist ein tolles Zeichen hier. Wir sehen das anders und das macht mich unglaublich glücklich am heutigen Tag. Ja, und ich wollte es immer loswerden, weil da passt ja eigentlich. Gerade in 3 Minuten noch 3 Minuten bis zur Parade. Das haben wir noch. Oder sitzt euch bei mir am Schreibtisch, der ist auch breit genug. Ja, schauen wir mal, was wir drauf sagen. Wir gucken mal. Wir werden es auf dem Laufenden. Wir sehen uns an der Öfter. Ja, erstmal nochmal vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank auch an Heinz Leben, der sich gerade nochmal versteckt wollte. Mir war es trotzdem wichtig. Auch meine Hände gehören dazu. Ja, wir gehören alle dazu. Alle, so wie wir hier stehen, sind eine Familie und wir sind der Trappensport. Und so muss es funktionieren. Wir sehen uns zum nächsten Mal noch einmal wieder und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung. Und ich werde den nächsten Fahrer sagen, wenn er das schafft, in einem Zug wegzutrinken, kriegt er mit 20 Euro. Ist der Fabrik?